So, dieser Kanal, Python Programmer, ist ein sehr beliebter hier, 536.000 Subscriber. Sehr beliebter Kanal und Geiz MacMullen Klein erzählt hier hin und wieder auch so Lerntipps. Und er hat die aus der Literatur, die Sachen habe ich selber auch gelesen, aber er fasst die Sachen so schön zusammen. Ich denke, wir gucken uns jetzt mal zusammen Teile, Ausschnitte aus seinem Video an. Wenn man so möchte, so eine Art kleines Mini-Reaction-Video. Und dann gebe ich ein paar Kommentare dazu ab. Horchen wir mal rein, was er so empfiehlt. Er hat übrigens, um damit einzusteigen, er schlägt 4 Methoden vor, die zum Lernen als sehr effizient gelten. Und wir bewegen uns, jetzt müssen wir gerade ein bisschen mal die Welt sortieren, bevor wir vielleicht hier loslegen. Wenn wir an der Hochschule sind, Lehr-Lernsituationen. Ich kann ja, wenn ich Lehre mache, kann ich nicht erzwingen, dass sie irgendetwas lernen dabei. Ich kann Voraussetzungen schaffen, Bedingungen setzen, die das begünstigen. Ich kann mir Mühe geben, ich kann Engagement zeigen, alles Mögliche, was da ist. Aber dann gibt es noch Ihre Seite, wo Sie für sich entscheiden müssen, wollen Sie lernen, wollen Sie mitmachen, sind Sie motiviert und so weiter. Und wenn wir Menschen irgendetwas lernen wollen, dann gibt es auch die psychologische Seite des Lernens. Und da hat man einiges drüber rausgefunden, was effektiv ist und was weniger effektiv ist. Das gehört zu dieser evidenzbasierten Forschung, die sehr gut belegt ist, viele Versuche gemacht hat. Das heißt, die Tipps, die jetzt gleich kommen werden, sind sehr gut belegt. Aber bitte nicht vergessen, das löst alles nicht, ob Sie sich identifizieren mit dem, was Sie da tun, ob Sie Spaß haben, das zu tun, woher die Motivation kommt. Darüber schweigen wir uns hier an dieser Stelle mal aus. Das ist ein ganz anderes Thema nochmal. Hier geht es vielleicht mehr darum, dass wir nochmal so drauf eingehen, was hat man aus der Schule mitgebracht und wie verändert sich das Ganze mit der Hochschule, wenn man da lernt, da braucht man ein paar andere Techniken als die, die mit der man so durch die Schule gekommen ist. Wenn wir mal ganz böse drauf sind, an vielen Stellen in der Schule sind sie mit sehr wenig Aufwand durchgekommen und sie werden beim Studium noch merken, wenn sie angefangen haben oder schon im Studium sind, der Stoff rast durch, ist eine Menge. Da hat man 5 Module parallel. Da kommt man mit Gewalt nicht weiter. Da muss man schon sich Gedanken machen, wenn man motiviert ist, wenn man Lust hat, wie man das vielleicht klug mit sich selbst aushandelt. Fangen wir mal an mit dem ersten Hinweis, wo er erzählt, was man nicht tun sollte. Object you want. But first, science has also shown that there are 2 widely used study strategies that you must avoid, because they're holding you back. The first is... Also, das gibt jetzt also 2 Punkte, was man vermeiden sollte, das bringt nicht allzu viel. Und das erste kennen Sie bestimmt. Is highlighting, the second, rereading. Think about it. How many times have you read a page in a book, only to realize you didn't absorb anything? Or have you ever spent hours highlighting, only to forget everything later? You're not alone. Let's explore why this happens. So, was er hier also erzählt, sind die 2 Sachen, dass man, wenn man mit dem Textmarker so durchgeht und alles anstreicht, dann ist das kein Lernen in dem Moment. Und wenn man immer wieder Material nachliest, ist es auch kein Lernen. Ein Beispiel dafür, wenn Sie sich über die Vorlesungen hinweg so eine Art Skript schreiben und das zur Klausurvorbereitung immer wieder durchlesen, dann haben Sie das Gefühl, Sie werden immer vertrauter mit dem Material. Das ist so ein Gewöhnungseffekt, aber dieses immer wieder neu durchlesen lässt Sie nicht lernen dabei. Das ist also eine Illusion, der man unterliegt, wenn man Sachen immer wieder liest, dass man sie sich besser merken würde. Vielleicht merkt man sich ein bisschen mehr, aber es geht wesentlich effektiver. Und das andere ist, dass das Highlighten mit dem Textmarker auch eine sehr passive Tätigkeit ist. Da passiert nichts Aktives. Sie haben im Moment des Lesens einfach nur entschieden, das ist irgendwie wichtig, aber mehr passiert dann eben nicht an dieser Stelle. Wenn Sie das weiter interessiert, warum, weshalb, wieso, können sich das mal selber anschauen, das Video. Ich werde das mal verlinken. Das nur so als Tipp, wir wollen es hier ein bisschen kürzer machen. Wir springen mal zu dem nächsten. That actually work. Retrieval practice. In 1917. Retrieval, das sind also Praktiken,
wo man aktiv Sachen wiederholt. A handful of children in grades 3, 5, 6 and 8 were told to study short biographies from Who's Who in America. They were split into groups. Some were directed to just read, others to spend varying amounts of time pausing from the text, looking up and reciting to themselves what they'd read. Then they were... Merken Sie schon diesen kleinen, was ich eben sagte, dieser Unterschied, ob man etwas nur liest oder... Textmarker ist jetzt in dem Fall nicht mehr dabei, aber ob man irgendetwas nur liest oder ob man etwas liest und dann mal nachdenkt, was habe ich denn da eben gelesen, was wurde gesagt. Da passiert schon mehr, dann fangen Sie an, das Wissen nochmal, also das, was Sie da gerade gelesen haben, zum Wissen werden zu lassen, indem Sie pausieren und sich das Ganze nochmal vergegenwärtigen, was da war. Und das macht schon eine Menge aus. Tested. Every group that used recitation retained more information than the ones that just read. The best results were from those who spent 60% of their study time in recitation. This result has been repeated in hundreds of experiments since then and is one of the... Das ist so beeindruckend, wenn man das so hört, ne? Das muss man sich dran gewöhnen, den Mut fassen, das einfach mal zu tun und auszuprobieren. Most robust findings in the psychology of learning. What does it mean for you? Testing isn't just a way of assessing what you know. It's an uncommonly effective learning strategy. Our brains learn better when we try to retrieve information than when we try to deposit it. So as you're reading a text, test yourself. If you feel you should reread the text, test yourself instead. It doesn't matter. Okay. Message angekommen. Also nicht nur irgendetwas lesen, sondern sich selbst dazu befragen, was habe ich denn da gerade wahrgenommen, habe ich das verstanden? Das heißt zum Beispiel, wenn wir in der Programmierung sind, also auch nicht einfach nur Code lesen von oben nach unten, sondern wieder nachdenken. Die Vorschleife, die ich da gerade gesehen habe, von wo bis wo läuft die eigentlich und warum? Dann fangen Sie sich an zu testen. Oder welche Variablen wurden denn eingeführt? Wie sah der Methodenkopf aus? Gibt es irgendeine besondere Art der Verwendung eines Arrays? So sind das sehr aktive Auseinandersetzungen mit dem Stoff. Wir springen zum nächsten Tipp. Wieder, wenn Sie das genauer nochmal sich anhören wollen, springen Sie zu dem Video. In a recent study, students in a math class were given 12 practice problems covering two topics to test whether it's more effective to learn intensively in a single session or over multiple sessions spaced out in time. One group tackled the problems in a day, while the other spaced them out over three separate days, each a week apart. 4 weeks later, both groups were tested on new problems from the same topics. So you might be wondering which approach proved superior. The space group outperformed the other group, but it was the margin of outperformance that was extraordinary. They scored twice as high. It's not surprising that the more you interact with a topic, the better you learn it. What is surprising is the timing of practice has a huge impact on learning outcomes. Also auch hier haben wir wieder den Effekt, dass wenn ich in einem Go versuche, den Stoff aufzunehmen, zu bearbeiten, dann ist das lange nicht so effektiv, wie wenn ich mich immer wieder mit dem Stoff auseinandersetze über die Woche. Und wir haben gerade gehört, dann wurde 4 Wochen später getestet, wie gut das Bearbeitete behalten wurde. Also die häufigere kurze Auseinandersetzung mit Stoff bringt mehr als das sogenannte Bulimie-Lernen, das mal eben so zu machen. An der Hochschule kommen Sie sowieso nicht weiter mit Bulimie-Lernen, dafür haben Sie einfach zu viel Stoff, zu viel Speed an dem Ganzen dran. Also häufiger kleine Sachen wiederholen. Übrigens, in dem Zusammenhang, es macht wahnsinnig viel aus, wenn Sie in einer Veranstaltung sind und die Möglichkeit haben, vor der Veranstaltung sich nochmal klar zu machen, was habe ich denn letzte Woche oder bei dem letzten Termin dieser Veranstaltung überhaupt gehört, was haben wir da gelernt, das reicht vielleicht 5 bis 10 Minuten, dann gehen Sie in diese Veranstaltung auch wieder ganz anders. Sie haben schon wieder refreshed, Sie haben aktiv Retrieval gemacht, Sie haben reflektiert, nachgedacht, in Ihrem Gehirn hervorgeholt, was war. Dann sind Sie ganz anders aufnahmefähig für die Veranstaltung, die da läuft. Und das können Sie auch noch am Ende der Veranstaltung machen. Also wenn alle rausrennen, dann auch nochmal überlegen, was habe ich denn hier gerade gelernt, was war wichtig. Das wird Ihnen auch helfen, sich nächste Woche wieder daran zu erinnern.
Belassen wir es auch hier wieder dabei und kommen zum dritten. Even more effective. And if you want to get really smart, you could schedule different topics within a session. That would definitely help, because it's called interleaving, and it's technique number 3. Variety may be the spice of life, but it's also the secret to learning. So spice it up. What do I mean by that? Well, do not spend large amounts of time on one topic. Switch around. This is another one of those recommendations that sound counterintuitive, but it works. You might think I'm wrong, but I'm right, and I have science on my side. Like retrieval practice and spacing. Can you tell me what they are? See what I did there? Interleaving is ridiculously effective. Students don't like it much, and neither do teachers. Just as you're starting to become familiar with a topic, it's whipped away and you're presented with something else. You wouldn't. Also auch hier die Idee haben Sie mitgekriegt. Statt sich nur an einem Tag mit einer Sache zu beschäftigen, machen Sie Wechsel. Vermischen Sie das, machen Sie, was weiß ich, eine Stunde, zwei, das eine Modul, Stoff zum einen Modul, dann wieder was anderes. Dieser Wechsel ist auch wieder hilfreich bei dem ganzen Lernprozess. Und so kommen wir zum vierten Punkt. Oh my, I've just accidentally introduced the next technique. Elaborative interrogation. Do you remember being a young child? I bet you asked a lot of questions. Why does it rain? Why is the sky blue? How do birds fly? Children are naturally curious and they never stop asking questions. They're building a mental model of the world, trying to make it make sense. It's extremely effective. Hold that thought, because I want to show you something. I want to show you this. It is an open access paper that covers all of these techniques, actually, plus a few others. It's called Teaching the Science of Learning, and I really recommend it. And it has a section on elaborative interrogation. It's as you're going through learning materials, you need to ask yourself questions. And as you ask yourself these how and why questions, you're fitting in the new knowledge into your existing knowledge network, which is a very... Ah, und wenn Sie das nochmal so sehen, ich möchte Sie hiermit auffordern, wenn Sie bei mir in den Veranstaltungen sind, nerven Sie mit solchen Fragen. Sie sehen an diesem Beispiel gerade auf dem Bildschirm, nicht nur einfach etwas hinzunehmen, was ich Ihnen zum Beispiel zeige oder was wir durchgehen wenn in der Programmierveranstaltung, sondern fragen, warum ist dieses, warum ist jenes, ich verstehe nicht das. Also befragen Sie den Stoff aktiv, versuchen Sie, dass nichts anderes als ein Verstehen, ein Durchdringen des Stoffes durch Fragen stellen. Das muss nicht immer nur so sein, dass Sie das mit Hilfe eines Lehrenden machen, das können Sie auch mit sich selbst machen und auf die Art und Weise sich dem Stoff annähern, indem Sie immer fragen, warum ist denn das hier gerade so oder warum funktioniert das? Es ist leicht, Sachen so hinzunehmen. Oder ich sehe eine Abweichung zu dem, also Programmierkonstrukte, die Vorschleife ist so etwas. Sie lernen die auf eine Art und Weise und irgendwann mal werden Sie sehen, dass ich sie auch anders verwenden werde, sofort aufmerksam werden und sehen, habe ich das Schema dahinter verstanden oder ist hier irgendetwas grundsätzlich anders. So, das war's, was ich Ihnen mit Ihnen mal durchgehen wollte. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie sich nochmal das Originalvideo an. Aber was Sie sehen, das Lernen ist ein aktives Miteinander. Das ist das eine. Und das andere ist die Auseinandersetzung mit dem Stoff, also aktiv das zu tun und nicht passiv sich nur berieseln lassen, auch wenn wir eine Vorlesung haben. Notieren sich zum Beispiel Fragen, weil es manchmal schwer, dann eine Unterbrechung zu machen. Oder melden Sie sich, das ist gar kein Problem, da müssen Sie auch gar keine Sorgen haben. Oder heben sich die Fragen mal für später auf, um im anderen Rahmen mit mir darüber zu sprechen oder auch mit Kommilitonen darüber zu sprechen. Aktive Auseinandersetzungen mit dem Stoff, immer wieder kleine Portionen, reflektieren darüber, Fragen stellen. Dann werden Sie in diesem Studium viel leichter, viel schneller weit kommen. So viel also dazu. Ciao, ciao.